10G, eure Tests gibt's als erstes zurück. Max, das war nichts. Dein Schwesterherz hat's deutlich besser hingekriegt. Oh fuck, wieder eine 5. Wie soll ich jetzt meinen Abschluss schaffen? Hättest du meine Hilfe angenommen, hättest du jetzt eine bessere Note. Warum kann meine Nase nicht so schmal sein wie ihre? Wieso glänzen ihre Haare so toll und meine nicht? Sam, wirst dich ärgern, hast du besser. So kann ich doch nicht nach Hause kommen. Wie soll ich das denn bitte Mama erklären? Warum freust du dich eigentlich nicht? Ich wäre froh, wenn ich eine 2 hätte. Toll gemacht. Und denkt dran, Leute. In den nächsten 4 Wochen fällt die Entscheidung, wer zum Abitur zugelassen wird und wer nicht. Ihr müsst also noch mal richtig loslegen und nachdenken. Davon hängt eure Zukunft ab. Hallo Max, trotz dass du Geburtstag hast, bist du hier so traurig rum. Was ist los? Ach, egal wie viel ich für die Schule mache, es ist einfach nie genug. Meine Schwester Mia ist immer besser als ich. Ich weiß einfach nicht, was aus mir werden soll. Boah, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich fühle mich auch oft nicht genug. Und vielleicht sollte ich auch mal mehr für die Schule tun. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob Abi oder Ausbildung das Richtige für mich ist. Und ich fühle mich ja noch gar nicht in der Lage dazu, mich festzulegen. Ey, was macht ihr denn hier? Kommst du zur Party? Ja genau, lass doch mal ein bisschen Spaß haben. Scheiß mal auf die Schule. Solltest du nicht zu Hause sitzen und lernen? Vergiss nicht, deine Zukunft hängt von deinen schulischen Leistungen ab. Und die sind gerade eh schon nicht so doll. Hi. Mit nächsten Monat wirklich über unsere gesamte Zukunft entschieden? Keine Ahnung. Ja doch, eigentlich schon. Krass, oder? Was passiert, wenn Max es nicht schafft? Ich bin zwar nicht wie Mia, aber ich bin trotzdem gut genug. Egal, was bei rauskommt, ich bin trotzdem stolz auf mich. Wenn ich es geschafft habe, zeige ich es allen. So, wer ist dran?
problem.